Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA mit mir, Officer Knallfinger, a.k.a. Officer Ralfinger, a.k.a. Officer, ich bin's und ihr seid die Zuschauer, a.k.a. ich fahr jetzt nochmal raus und beginne die Folge. Schön, dass ihr da reingeschaltet habt, es ist Samstag und ich bin super gehyped, ich habe Bock ein bisschen LSPDFA zu spielen und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Folge. Was tun wir? Wir holen uns erstmal ein Callout. Vorsicht. Okay, wir haben gleich mal eine krasse Verfolgungsjagd am Start. Ich hole noch keinen Roadblock, weil ich noch nicht mal weiß, wo die Leute sind. Wir fahren da jetzt erstmal hin. Vorsicht, bitte, Vorsicht. Alles klar. Wenn ihr mal Bock habt wieder auf Patrols mit einem Typen, der mit dem Auto sitzt, sagt Bescheid. Oh, wo ist das Auto? Okay, sehen wir hinten. Vorsicht, Kollegen, ich habe ihn. Komm. Oh, nein, der flüchtet. Achtung, dort drin kriegen wir ihn. Den können wir da reinballern. Aussteigen. Nein, bleib stehen. Halt, warte mal, ich soll mal den Knüppel nehmen, habt ihr gesagt, wo ist der Knüppel? Ah. Achtung, runter auf den Boden! Stehen bleiben! Jungs, kommt, lauf! 1, 2, 3, 4, den kriegen wir, komm! Haben keine Taser dabei? Kann ich nicht mehr tasern? Schönen guten Tag daher, wie geht's Ihnen? Kommt schon, lauft, Leute, lauft! Was ist denn das für eine Verfolgungsjagd? Verdammte Scheiße, warum sind wir denn nicht so schnell? Kommt schon! Was, das Auto wurde geklaut hier rechts? Achtung! Und, nein, oh, falsche Richtung! Achtung! Runter auf den Boden! Oh no, ich hab ihn aus... No, oder? Leute, ich hab den... Nein, das war ich nicht. Sorry, hallo. War ich nicht? Nein, ich hab... Den... Oh, der blutet. Der blutet. Was ist da passiert? I'm so sorry. Überlege das mal ganz kurz. Ich muss mal kurz mein Auto wiederholen. Mann, ey. Es gibt übrigens einen Mod, der mich nicht so hart zuschlägen lässt. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal, ja, machen. So, sie sahen hier gerade schon sehr verdächtig aus. Oh, Entschuldigung. Nein, au! Au! Stopp! Rauf! Auf mich zu verprügeln! Ich hab eine Waffe, ja? Scheiße, Land gewinnst! Kannst du nicht einfach einen Officer wegprügeln hier, ey? Stehen bleiben! Ja, der Nächste, der wegrennt! Are you kidding me? Achtung! Und! Nice, hab ich ihn! Oh Gott, voll krass weggerackt, Leute! So, liegen bleiben! Runter auf den Boden! So, der Herr, sie sind vorläufig festgenommen, weil sie mich angegriffen haben! Eine Tätigkeit gegen den Officer geht aber gar nicht klar! So! Ich wollte sie eigentlich nur ganz kurz überprüfen und ihre Personalien haben, ja. Aber da sie sich gleich so vehement gewehrt haben, sehe ich da überhaupt keinen Grund mehr, sie jetzt hier mit Samthandschuhen anzufassen. Apropos Samthandschuhe, kennt ihr noch diese Rave-Partys von damals, wo so Elektromucke gespielt wurde und alle diese weißen Handschuhe haben? Handschuh-Party-Intro jetzt. Ja, Leute, dieser Einsatz. Transport hanging too long, hold down 8 to speed it up. Machen wir mal. Hold on transport key to force a close spawn. Ist denn jetzt da jemand, der den vielleicht hier mitnehmen kann, bitte? Ah, ich hole mein Auto wieder, nicht das getauscht. Guten Tag, die Dame, hallo. Schicker Pulli übrigens. Hat mir sehr gut gefallen. Keine Ahnung, wo sie den hier haben, aber finde ich überragend. Ich hoffe, dass mein Auto noch da ist. Nicht, dass es wieder irgendwie hier... Ah, da steht es noch, wunderbar. Hallo? Na, wer wird denn gleich? Hallo? Sie da, hallo? Na, fuck. Alter, are you kidding me? Was ist denn los heute hier mit euch? Stehen bleiben, du Arschgesichter, stehen bleiben. Ah! Was für eine Folge! Warum rennen heute alle weg? Und warum rennt jeder auf diese Brücke hier? So, was ist denn mit dem Typen da vorne? Stehen geblieben hier, du Arschkrampe. Was für ein geiles Auto, ist mir gerade vorbeigefahren. Aber ich kann mich nicht um das Auto kümmern. Warum wird er nicht abgeholt, der Typ hier? Wow, das war knapp. Holy shit, wo ist denn der Typ hin? Da rennt er, ich sehe ihn noch. So, wir müssen kurz hier Gehsteigstreife machen. Vorsicht! So, drüber springen hier Rambo-mäßig und jetzt habe ich dich. Runter auf den Boden. Alter, wie kommst du denn auf die Bescheute, den Polizeiauto zu klauen? Und wer hat dich denn da angefasst? Ich sehe es ganz genau. So, sie sind vorläufig festgenommen. Ah, nein. Halt. Stehen. Runter auf den Boden.
Einfach aufstehen, weiterlaufen. Das haben wir nicht gerne, sowas. Gehen Sie runter auf den Boden. Schön da liegen bleiben, genau. Sie sind festgenommen wegen Diebstahl eines Polizeifahrzeugs, sag mal. Heute haben sie doch allen ins Höhe geschissen, oder? Kann es sein? So, runter auf den Boden mit dir. Hau vorbei. Packen wir mal ins Auto in den Sack. Mal rein mit dir hier. Du Schlawiner. Tür schließen. Tür schließen. Geht die da nicht? Super. Ah, doch, geht. So. Mal kurz hier Code 3 ausmachen. Do not block the intersection. Ja, das tut mir leid. Ich bin von der Polizei. Ich muss hier ran. So, wir fahren jetzt mal davor und holen uns den anderen auch noch ab, wenn er noch da steht. Wow. Hohoho. Jetzt haben wir ein Auto gespawnt. So, den nehmen wir auch mal mit. So, der Kollege kommt nach dahin. Kommt er angelaufen. Nehmt ihr den jetzt mit aus meinem Auto? Ich bin mir nicht sicher. So, sie gehen auch mal rein ins Auto hier. So, jetzt muss ich nur schnell sein, bevor der Kollege kommt. Und den wir aus dem Auto holt. Alles klar, Leute. So, wir fahren jetzt mal... Achtung! Wir fahren jetzt mal in den Knast. Was zur Hölle? Was ist denn mit der Tante los? Die brennt doch. Ja, schönen guten Tag. Was ist mit Ihnen los hier? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Fahren Sie mal sofort wieder auf die Straße zurück. Unglaublich. Dieses Fahrverhalten heute. So, den Herren geht's gut. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Bin ich schon wieder weg. Okay, Knast. Vorsicht bitte. Beinahe werde ich mir ins Auto gefahren. Was ist hier denn? Wow, diese Karren. Warum fahren denn hier so viele geile Karren rum zurzeit? So, einmal hier rein bitte. Und dann werde ich die doch hier los, oder? Kann ich euch hier abliefern? So, die Herren hier, könnt ihr nicht raus oder so? Kommen Sie mal raus, hier aus dem Auto. Oh nein, oh oh, nein, ich habe wieder E gedrückt, jetzt geht wieder gar nichts mehr hier. Oh, RIP. Alles klar, wir fixen das kurz und dann sehen wir uns wieder. Ja, leider gibt es manchmal diesen kleinen Fehler, wie ihr gesehen habt, aber wir haben wieder ein neues Einsatzfahrzeug und sollte uns nicht weiter stören. Wir fahren mal weiter auf Streife und wieder raus aus diesem wunderbaren Polizeigebäude. Es ist auch schon ein bisschen später am Abend, das heißt, wir werden mit Sicherheit auch heute ein bisschen in der Nacht durch die Gegend fahren. Ich hoffe, das ist für euch cool da draußen, ganz besonders für die Leute, die das Ganze auf dem Smartphone und Tablet gucken. Schreibt mir doch mal bitte immer, ob das Ganze vielleicht ein bisschen zu dunkel für euch ist. Würde mich sehr interessieren. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have a person carrying a knife in Rancho. Oh, oh. Scheint hier vorne, scheint direkt hier vorne zu sein. Oh, 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 oh. Aber gut, hier habe ich ein bisschen Rambo-Mess wieder. Runter auf den Boden, weg mit deinem Messer, weg mit deinem Messer. Oh! Okay, Knüppel, Knüppel. Stehen bleiben! Ah, ah, der hat ein Messer, Achtung, Achtung. Schlägerei, Schlägerei. Nice. Nein, warum habe ich die Schüler umgebracht? Are you kidding me, Mann, Alter? Aber, ah. Vorsicht, bitte. Jetzt ist weg auch noch. Oh no, Alter, jetzt habe ich ihn weggespannt. So, dann kannst du weiterfahren, alles gut. Anderle, Anderle, ich weiß, Achtung, Achtung, ich bin Polizist, Vorsicht bitte. Jetzt kommt doch noch der EMS und es gibt keine Leiche mehr. Mein Auto, das sieht nicht cool aus. Ja, sorry, da hinten, ich glaube, die haben irgendwie so ein bisschen einen an der Klatsche da hinten, kann es sein? Warum krieg ich denn die... Was machen die denn jetzt hier eigentlich, sag mal? Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zug, Leute. Ohne Scheiß, das wäre fatal. Ah, sieht gut aus. Sieht aus, als hätten wir Glück gehabt. Warum ist jetzt der Alarm angegangen? Ja, der Victim survived, das ist schon klar. Aber dafür habe ich natürlich den Typen gleich in die Tür geknüppelt. Ganz ehrlich, kommen wir manchmal vor wie Rambo hier, wenn ich Auto fahre. Wenn mich die Leute angreifen. Was macht denn jetzt der Medic hier? Oh, oh. Oh, fuck no. Halt da vorne, stopp, 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 lassen, lassen, oh fuck, no, 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 no. What the fuck? What the fuck? Oh, der Mann, Alter, wie oft der hat sich hier tausendmal vervielfältigt, ey. Ja, hier, top Mods hier, top Job, ey, ohne Scheiße. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Oh mein Gott, ey. Okay, der ist despawned, nein. Oh, 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 what the fuck, ey. Alles klar, das da drüben ziehen wir uns mal rein. Was ist denn hier passiert, ey? Alles klar, das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, was hier passiert ist. Wie geht's denn den Leuten da in dem... Da ist überhaupt keiner mehr drin. Ich würde fast sagen, Tow Truck. Der Zug hat ihn auf jeden Fall gut weggedröselt hier. So, wir warten mal, bis der Tow Truck kommt.
Ja, holy hell, da ist der recht, Mann. So habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist der Tow Truck. Wunderbar. Schauen, was der so veranstaltet mit dem Fahrzeug. Bin ich jetzt mal auch sehr gespannt. Und? Oh, cool. Der hat eins davon mitgenommen. Aber guck mal, wie im Arsch das ist. Es geht durch mal die Achse rein vorne. Der Typ sitzt da noch drin. Da sitzt noch ein Medic drin. Ups. Herr Medic, wollen Sie nicht vielleicht aussteigen? Ihr Fahrzeug wird gerade abgeschleppt. Ich glaube, das wäre von Vorteil, wenn Sie aussteigen würden. Aber gut. Ist dein Job, ist mir egal. Multiple armed suspects. Das jetzt da unten die Anzeige angeht mit der Geschwindigkeit, das liegt daran, dass wir... oh shit, die überfallen ja unsere Station hier. Das ist direkt eine Schießerei hier. Wow, wow, wow. Wo geht's hier rund? What the fuck? Oh, was haben die denn schon wieder für Waffen? Alter, what? Weg, 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 weg. No way, Alter. Mein Autobahn, raus, 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 raus. Lauf, 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 lauf. Lauf, Ralf. Holy shit, man, Alter. Holy fucking shit, man. What the fuck? What the fuck? Alter, nicht euer Ernst. Was geht denn hier ab, ey? Was geht denn hier ab? Hab ich... Oh Gott, ich habe nur eine Schrotflinte. Okay, alter Schwede. Alter Schwede. Was? Ich habe noch nie so eine Eskalation gehabt wie gerade. Was geht denn hier ab, man? Okay, da drin sind Kollegen. Lass mich mal rein hier. Oh shit. Ragdoll for the win. Alter, das ist ja nicht normal. Was geht denn hier ab, Alter? Ey, die krasseste Massenschießerei. Zwei Manus-Einheiten oben. Oh no! Ich habe einen Kollegen von denen erschossen. I'm so fucking sorry, man. I'm so fucking sorry. Alter, nicht dein Ernst, Ralf. Ich habe einfach meinen Kollegen erschossen. Ich habe denen einfach einen Headshot gegeben von hinten. Alter, nicht ernst. Nicht dein Ernst. Alles klar, Leute. Die sind hier noch unter uns. Die sind hier unter uns. Achtung, Schüsse, Schüsse, Schüsse von unten, von unten. Wo sind die bei den Blumen? Nein, ich sehe sie nicht. Alles klar, habt ihr irgendwas Krasses dabei, Leute? Haben wir irgendwas Krasses dabei zum Schießen? Okay, das dreht eine Achtung. In Blumenbeet, in Blumenbeet. Geile Rolle, Kollege, geile Rolle. Den habe ich. Wow, Alter, habt ihr gesehen, wie die runterrollen? Voll die krassen Boys, Mann. Alter Schwede. Was war das für eine Gang? Was war das für ein Einsatz? Was haben die dem alles weggesprengt? Unser komplettes Gebäude haben die zerlegt. Auf der Straße nur Tote, kaputte Fahrzeuge, Explosion ohne Ende. What the fuck? Alter Schwede. Alles klar, wir müssen erstmal aufräumen. Ey, das war ja übel. Und ich hab's überlebt. Ich bin ja fasziniert. Normal bin ich doch der Erste, der bei sowas drauf geht. Geil. Der Truck, Alter. Warum fährt er rückwärts? Du verlierst den doch gleich wieder, Mann. Bitte nicht wieder Leichen fahren, bitte nicht wieder Leichen fahren. Oh fuck, Mann, Alter, really? Bester Aussichtsspot ever. Warum bin ich in dem Bus? Okay, raus hier. Was? Au! Folgendes Schild gelaufen, ey. Sehr uncool. So, das FIB ist wieder da. Sehr gut. Es war heftig, ey. So, den lassen wir auch mal abschleppen. Kann ich das Auto abschleppen lassen? Geht es überhaupt? Also Corona-Service unbedingt auch mal rufen wir. Ey, Wahnsinn. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht, dass ich das überlebt habe, Leute. Das war so eine harte Action gerade. So, die Tow-Trucks machen einen guten Job. Und noch einen Corona-Service rufen. Hier sind so viele Leichen auf der Straße. Ich sollte mal die Straße absperren. Ganz ehrlich, das ist viel zu viel Action hier, Leute. Nur Leichen. Aber warte mal, ich kann auch mal einen EMS rufen, fällt mir gerade auf. Nicht, dass es müssen ja nicht alle tot sein. Vielleicht kann ja auch noch einer hier. Vielleicht lebt ja noch einer. We've got an ambulance call in Davis. Units respond code 3. Okay, der Tow Truck hängt da drüben fest. Hier liegen lauter Leichen. Feuerwehr ist immer noch vor Ort.
Ey, das war so heftig, wie das gerade losgegangen ist. Habe ich noch nicht erlebt, sowas. So, jetzt das Auto hier. Die Dame, können Sie mal bitte weiterfahren? Ah, der Herr, Entschuldigung. Können Sie einmal weiterfahren, bitte? Vielleicht geht das auch in meinem Auto hier oder in dem Auto. Fahr das mal auf die Seite. So, EMS ist auch da. Sehr gut. Wow. Diese Geräusche immer. So, der wird jetzt den mitnehmen. Achtung, Leichensack, Leichensack. Ah, natürlich. Natürlich. Guck mal, einfach hier. Als wäre es ein Basketball oder so. Okay, die sind schwer am Bearbeiten. Sehr gut. Gut, dass ich die Nummer gerufen habe. Weil die kriegen die schon hin, Leute. Kommt schon. Kommt schon. Holt die Leute zurück. Nein, nein, nein. Nicht einpacken, nicht einpacken. Lasst erstmal die Medics ihren Job machen. Nicht schon die Leiche einpacken, wenn sie noch am Leben sind. Oh, damn it, Mann. Alter Schwede. Krass, Mann. So, da vorne haben wir immer noch zwei Fahrzeuge. Diese ganzen Leichensäcke hier. Also, keine Ahnung, Leute. Aber das war, glaube ich, der krasseste Einsatz, den ich seit langem hatte. So eine Action, ey. Wahnsinn. Und das Ganze noch im Polizeirevier. Ich habe echt gedacht, ich brenne. So, jetzt sagen wir, nehmen wir die Absperrung weg. Nur Leichensäcke hier, nur Leichensäcke. 1, 2, 3. Was, warum fotografieren ihr denn den? Was macht ihr denn mit dem? Der ist doch im Leben. Leute, hallo, der ist nicht tot. Hört auf, lasst ihn in Ruhe, der ist nicht tot. Packt den nicht in den Sack. Packt den, nein, jetzt habt ihr den Sack gepackt. Are you kidding me? Kollege, komm da raus. Hallo, Kollege, bist du da drin? Hallo, Kollege, Mann. Alter, lasst den wieder aus dem Sack raus. Was habt ihr, wow. Habt ihr denn den Arsch offen? Jetzt haben die den echten Sack gepackt. Ja, ich fahre ja schon das Auto weg. Ich habe schon verstanden, dass du nicht drum rumfahren kannst. Überall Leichensäcke. Heftigster Einsatz. Absolut heftigster Einsatz. Kommt jetzt mal bitte auf den Towtruck und schleppt dieses Fahrzeug ab. Das wäre super nett. Kann es sein, dass die... Wie viele Leichensäcke hier rumliegen? Alter, jetzt hub den doch nicht an. Du weißt doch ganz genau, dass der nur seinen Job macht. Komm, jetzt geht er auf die Seite, oder? Seht ihr? Guck mal, jetzt kannst du durch. Alles gut. Chill dein Leben, Mann. Chill dein Leben. Boah, es ist laut. Wir haben so viele Kollegen heute verloren. Da könnt ihr ruhig mal ein bisschen Zeit lassen. Oh, da hat gerade der Towtruck hier die Corona-Service-Jungs überfahren. Nein, nein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Rennt nicht dagegen. Ihr seid aber auch manchmal tierisch dumm, ne? Kann das sein? Boah, ey, dieser Stress, Leute. Das haltet ihr nicht aus. Das haltet ihr nicht aus. Okay, alles wieder clear, Leute. Straßen können wieder geöffnet werden. Das Polizeifahrzeug hier, wem es gehört, weiß ich nicht. Super heavy. Echt krass. Richtig krass. So, wir haben noch einen Einsatz, und zwar in Strawberry. Haben wir ein Rennen. Gucken, ob wir die erwischen mit unserem Auto. Da vorne rechts müssen sie sein. Ist das einer, der dazugehört? Ein schwarzer SUV. Warte mal, bin ich da gerade vorbeigefahren? Ich weiß nicht, was ein Gray de Classe Coupe ist. Drei Fahrzeuge. Orange, Orange, alles klar. Orange müsst ihr sehen. Ah, ich bin wieder blind. Sind die in dem Parkhaus drin, sag mal? Racen die in dem Parkhaus? Wo ist denn die Einfahrt dazu? Ich rufe mal kurz zur Unterstützung. We have a code 99 in La Mesa. Units respond code 2. Ich bin echt gespannt, Leute, wenn die hier drin sind. Das wäre das krasseste Rennen ever. Im Parkhaus. Das wäre mit überhaupt die krasseste Folge ever. Diese krasse Schießerei und jetzt eine Verfolgungsjagd im Parkhaus. Ein Rennen. Nee, da sind sie nicht. Ah, da ist er, genau. Ey, ist es wirklich wahr, ist wirklich wahr. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, Polizei und so. Schau bloß, dass du stehen bleibst. Okay, wir haben einen, Leute. Okay, Achtung. Barrikaden aufbauen. Und Nummer 2 Police dazu.
Oh shit, oh shit. Wir haben alles Rotes, das weiß ich. Raus aus dem Auto, raus aus dem Auto, raus aus dem Auto. Oh shit, Leute, Achtung. In Deckung gehen. Runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Oh fuck, ey. Ich hab ihn nicht. Leute, den holen wir uns. Kannst du, der springt da raus, der springt da raus, der ist rausgesprungen. Da rennt er, da rennt er. Den hol ich mir. Alles da, runter auf den Boden, stehen bleiben, runter auf den Boden. Sind voll festgenommen. Was von der Action, ey. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. So, sind voll festgenommen wegen Autorennen und so. Okay, da drin sind noch mehr. Wir haben Helikopter über dem, über der Location. Sehr gut, runter auf den Boden. Runter auf den Boden, habe ich gesagt. Abholen lassen. Was darf hier sehen? So, wir kriegen die anderen auch noch, Leute. Die sind ja definitiv in diesem Parkhaus. Oh Gott, es wird geschossen. Es wird schon geschossen. Rein ins Auto. Bei Nacht sieht das Auto auch richtig geil aus, oder? Die Lichter und so und die ganzen Lampen. Ja, es leuchtet noch rot. Habe ich leider auch noch nicht gefixt. Geilste Folge, Mann. Ey, ich bin gerade so gehypt, Mann. Es ist der Wahnsinn. Ich feiere das gerade so sehr. Das ist ein Cop. Okay, das ist ein Cop da vorne. Ah, der hat einen festgenommen. Da sitzt schon einer. Sehr gut. Wir fahren mal ganz hoch aufs Parkdeck. Auf dem Dach, ob wir da jemanden sehen. Okay, wir haben auf jeden Fall die gelben Punkte hier noch im Parkhaus. Das hier müsste auch eines der Fahrzeuge sein. Die sind aber anscheinend zu Fuß unterwegs. Ich sehe hier, okay, hier ist auch noch ein Fahrzeug. Die sind alle ausgestiegen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt verfolgen und schauen, dass wir die Jungs bekommen, die hier noch rumlaufen. Ah, oh shit. Muss auf jeden Fall raus aus dem Parkhaus. Oh, damn, nicht dein Ernst, ey. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ah, oh, ich gehe die Wand fahren. Oh, da unten ist ein Auto. Nee, der gehört nicht zum Auto ran. Wir haben auf jeden Fall... Ach Gott, dieses Parkhaus, ich kenne das nicht. Wo muss ich denn hier raus? Ah, hier in der Mitte, sehr gut. Und hier in der Mitte wieder raus. Wir haben anscheinend noch mehr Suspects da auf dem... Ah, oh, okay, cool. Pass mal auf hier. Okay, there are 0 drivers and 3 passengers still at large. Alles klar, wir... Oh, Mann, ich muss hier... Oh, durch. Nice move. Also, wir haben noch 3 Passagiere. Gehörst du auch dazu? Warte mal, du gehörst doch dazu. Du rennst doch weg. Du rennst doch weg, Tante. Stehen bleiben, sofort stehen bleiben. Stehen bleiben. Junge Dame, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, sofort stehen bleiben. LSPD, bleiben Sie stehen. Das bringt überhaupt nichts wegzurennen. Wenn Sie Beifahrerin waren, werden Sie jetzt festnehmen müssen. So, ich hab Sie. Stehen Sie mal sofort hier. Runter auf den Boden, bleiben Sie da liegen. Ganz easy, ganz easy. Runter auf den Boden. Sind Sie eine Prostituierte? Gehören Sie überhaupt dazu? Sie gehören ja gar nicht zu denen, oder? Muss ich leider mal festnehmen, um rauszufinden, ob sie zu den Gesuchten gehören. Oh nein, tun sie nicht. Alles klar, passen Sie mal auf. Ich lasse wieder frei. Schauen Sie bloß, dass Sie Land gewinnen. Okay? Sie haben mir gerade gar nichts zu suchen. Wiedersehen. Okay, wir haben noch eine Verfolgungsjagd. Und zwar haben wir noch einen roten Punkt auf der Karte. Ah, 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 ah. Wer will da mein Auto? Willst du mein Auto ran? Nein, gut. Okay, gut. So, kurz auf die Karte gucken. Alles klar, hier um die Ecke. Sofort zur Unterstützung meiner Kollegen. Ab geht die Party. Warum stehst du denn hier rum? Okay, das Teil, den wir festgenommen haben. Der muss dann noch ein bisschen warten, bis er abgeholt wird. Die Einsatzkräfte, die hier gerade alle unterwegs sind, sind sehr beschäftigt. So, den letzten holen wir uns auch noch, Leute. Den letzten holen wir uns auch noch. Geiles Rennen. Geile Verfolgungsjagd. Super Action hier. Ich feiere die Folge so hart jetzt schon. Oh, oh, das ist, ich habe ihn, ich habe ihn. Leute, ich habe ihn. Oh, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Warst du es, Kollege? Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Sofort stehen bleiben, sofort stehen bleiben. Runter auf den Boden. Keine Chance zu flüchten, keine Chance. Bleiben Sie, wo Sie sind. Runter auf den Boden. Sinnvoll, habe ich festgenommen. Ich habe es im Griff, Kollegen. Ich habe es im Griff. Alles gut, ich habe es. Ich habe ihn. Handschellen angelegt, wunderbar. Runter auf den Boden. Sie haben das Recht zu schweigen und einfach mal die Schnauze zu halten, okay? Ich sage euch, das war eine der geilsten Folgen LSPDFR, die ich ever gehabt habe. Wenn ihr genauso seht, lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Der Ralf hat sich jetzt redlich seinen Feierabend verdient und hammer nice. Ich bin nur gehypt. Das war mal eine geile Episode. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich wünsche euch eine gute Zeit auf meinem Kanal. Peace out.